Leute, was geht? Ich bin Rebecca und ich bin wieder da mit einer neuen 24-Stunden-Challenge für euch. Und diesmal wird es eine richtige Herausforderung für mich, weil ich habe es noch nie in meinem Leben getan. Und ich habe gehört, dass es richtig schwer sein soll. Und ich suche es mir einfach mal aus, für 24 Stunden gleich das Ganze zu machen. Ja, das klingt nach Becky. Auf jeden Fall verbringen wir heute 24 Stunden lang nur auf Rollschuhen. Alles wird auf Rollschuhen gemacht. Nicht Inline-Skates, nein. Richtige Rollschuhe. Und ja, wie ich schon sagte, angeblich soll es richtig schwer sein. Das werden wir aber auf jeden Fall heute herausfinden, ob es wirklich stimmt oder nicht. Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit Rollschuhen? Schreibt es mal gerne unten rein. Aber ja, ich habe so richtig krasse Fails schon gesehen. Ich habe gelesen, dass es super schwer sein soll. Es soll überhaupt nicht so sein wie Inline-Skates. Und ja, ich dachte immer, auf 4 Rollen so zu fahren sei irgendwie leichter. Aber okay. Angeblich sollen die auch gut sein. Nicht nur schön aussehen, die sollen auch gut sein. Habe ich anhand der Bewertung gelesen. Und die ziehen wir gleich mal an und packen die aus. Ich bin so gespannt. Ich will die schon die ganze Zeit auspacken, obwohl ich echt Angst habe, den ganzen Tag jetzt von früh bis spät auf Rollschuhen zu verbringen. Weil ich werde mich maulen, Leute. Ich werde mich mindestens einmal maulen und auf den Hintern legen und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was noch passieren wird. Eigentlich hätte ich mir auch eine komplette Schutzausrüstung kaufen sollen, weil ich bin so tollpatschig. Ich verletze mich. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Mehr 24-Stunden-Challenges. Schafft ihr 30.000 Daumen nach oben. Und Leute, sprengt die Daumen nach oben allein schon, wenn ihr auch so sehr Rollschuhe mögt und Inline-Skates fahren und so weiter im Sommer. Es gibt nichts Besseres. Also ich würde sagen, let's go. Wir packen das jetzt aus und ich zieh's mal an. War das gerade schwer, das aufzubekommen? Das war so zugeklebt. Auf jeden Fall machen wir es jetzt mal auf. Wow, die sind so schön. Oh mein Gott, ich muss das mal eben aus dem Plastik hier auspacken. Wie schön sind bitte diese Rollschuhe hier. Aber damit wird man auf jeden Fall auffallen. Wird auch ein bisschen unangenehm, glaube ich, wenn ich damit in die Stadt gehen sollte. Obwohl die Steine sind dort richtig kacke. Naja, wir werden es sehen. Aber die sehen eigentlich ganz stabil aus. Die Reifen sehen auch gut aus. Ist das echt so schwer, damit zu fahren? Scheiße, wie soll ich nachher hier rauskommen? Ich weiß gar nicht, wie ich das nach draußen schaffen soll allein. Und dann bis zur U-Bahn. Und dann noch die Treppe. Die haben keine Rolltreppe oder so, kein Aufzug. Leute, das wird echt schwer. Aber ich habe irgendwie mega Bock darauf. Ohne Mist jetzt. Ich habe richtig Bock darauf, Rollschuh zu fahren. Aber es fühlt sich schon mal gar nicht mal so schlecht an. Okay. Jetzt kommt der Moment der Momente. Ach du Kacke. Also zumindest passen die echt gut. Jetzt sehen meine Füße so knubbelig aus. Ich fühle mich gerade wie Barbie. Oh mein Gott. Ich komme nicht vorwärts. Okay, ich habe es jetzt bis zum... Nein! Warum fahre ich rückwärts? Nein! Puh, Becky, Konzentration. Ich weiß gar nicht, warum ich rückwärts fahre, obwohl ich nicht rückwärts fahren will. Aber ich fahre jetzt schon wieder rückwärts. Keine Ahnung warum. Danke, Karton. Wegen dir bleibe ich jetzt wenigstens stehen. Boah, es ist echt schwer, irgendwie vor dem Spiegel stehen zu bleiben. Was? Boah, verdammt. Wie soll man... Oh, Leute, was ist das? Wie soll ich so abbremsen? Ich habe echt Angst. Okay, ich muss mich mal eben kurz hier festhalten. Auf jeden Fall wollte ich euch mein Outfit zeigen. Ja, so sieht das jetzt aus mit den Rollschuhen. Und ich fahre schon wieder aus dem Spiegel. Es tut mir leid, Leute. Tschüss. Auf jeden Fall ist das ein bisschen kacke zu bremsen, weil du musst vorne komplett auf die Zehenspitzen so. Und dann fällst du ja nach vorne. Keine Ahnung. Also für alle, die Rollschuh gerne fahren in ihrer Freizeit oder das irgendwie als Hobby haben, wie macht ihr das am besten? Wie kommt man da am besten rein, irgendwie vernünftig zu bremsen und all so ein Zeug? Um damit klarzukommen, weil ich fahre dauernd rückwärts. Hier, schon wieder. Tschüss. Tschüss. Auf jeden Fall ist es jetzt 9.30 Uhr und ich würde sagen, wir machen uns jetzt erstmal was zum Frühstücken auf Rollschuhen. Ja, okay. Wieder mal 9.31 Uhr. Irgendwie muss ich jetzt versuchen, in die Küche zu kommen. Irgendwie. Zum Glück kann man sich hier überall festhalten, weil sonst würde ich wegrollen. Und zwar brauchen wir eine Schale. Meine anderen Cinni-Minis. Die werde ich heute essen. Ich liebe Cinni-Minis. Milch. Ich brauche dich. Oh, ah, nein! Scheiße! Leute, das ist echt gefährlich, man rollt einfach weiter! So, einfach hier gegen drücken, dann sollte es eigentlich funktionieren, außer ich roll schon wieder nach hinten. Wisst ihr, was gerade passiert ist? Ich wollte gerade die Tüte hier aufmachen. Ich brauchte dazu gerade zwei Hände, es ging schlecht mit der Kamera. Ich mache das so auf und die halbe Packung fällt mir raus, weil ich gerade ausgerutscht bin mit diesen Rollschuhen. Na toll! Jetzt kann ich also nur
Hälfte frühstücken. Na toll, ey. Danke, Rollschuhe. Danke. Okay. Oh, das ist echt gefährlich. Okay, geschafft. Scheiße, ich roll schon wieder nach hinten. Ich muss mich festhalten. So, ich habe es jetzt zum Glück erstmal zum Tisch geschafft. Jetzt werden wir erstmal frühstücken und dann gehen wir raus. Ja. Aber ich bin echt sad, dass es gerade mal die Hälfte meiner Cindy-Minis sind. Ich habe die andere Hälfte einfach mal wegen diesen Rollschuhen verloren. So, ich bin jetzt draußen und jetzt muss ich zur U-Bahn und da vorne ist die eigentlich schon. Aber es wird eine Hürde, dorthin zu kommen. Weil ich habe keine Ahnung, wie ich da hinfahren soll, weil hier geht es jetzt komplett runter. Hier, seht ihr das? Geht so ein bisschen runter. Und wenn ich jetzt loslasse, dann fahre ich ohne Kontrolle. Dann fahre ich ohne Kontrolle einfach runter, weil das ist so schwer. Ey, das ist so kacke. Ich kann nicht mit den Dingern bremsen. Scheiße. Okay, Leute. Ich habe mich jetzt schnell hier festgehalten. Ich bin bei der Treppe angekommen und jetzt müssen wir irgendwie hier hoch. Also, verdammt. Das wird auch anstrengend und schwer. Hey, die sind so schnell. Das hätte ich echt nicht gedacht. Also, du rollst noch schneller als bei Inline-Skates irgendwie. Und ich habe immer noch die Dreh raus, wie ich damit bremse. Ich werde doch gar nicht komisch angeguckt, wie ich hier mit Rollschuhen hochgehe. Aber diese U-Bahn hier hat so viele Stufen, das ist nicht mehr normal. Ich hasse es. Ich hasse es. Ich weiß gleich noch nicht mal, wie ich in die U-Bahn einsteigen soll. Ich glaube, hier kann man eigentlich ganz gut fahren. Jetzt muss ich nur wieder runter. Scheiße. Jetzt war verpasst. Verpasst. Gerade ein paar Sekunden. Meine Freundin hat mich auch schon ausgelacht, dass ich sie nicht bekommen habe. Und die Leute in der Bahn haben mich ausgelacht gerade, dass ich sie nicht bekommen habe. Toll. Ich habe mich auch schon fast gemault da oben drauf. Ich glaube, ich sollte mich lieber an die Seite hier stellen. Ist sonst zu gefährlich für mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Weil ich in die falsche U-Bahn gefahren bin. Ja, gerade eben haben schon welche Kommentare abgelassen und gesagt, wow, das ist irgendwie voll oldschool aussieht und wir sind nicht in Amerika. Kann ja nur geil werden, der Tag. Ich freue mich schon auf diese ganzen weiteren Blicke und Kommentare. Ohne Scheiß, ich werde die ganze Zeit ganz komisch angeguckt. Ganz, ganz komisch. Ich wünschte, ihr könntet das gerade sehen. Und ich kann echt nicht bremsen. Ich weiß immer noch nicht, wie das funktioniert. Oh, kann die Leute da wirklich funktionieren? So, ich bin endlich an der Station, wo ich hin wollte und versuche jetzt irgendwie zum Park zu fahren, weil ich dachte mir, das Wetter ist so schön, warum nicht da mal ein bisschen üben, weil ich fühle mich noch echt extrem unsicher und ich muss unbedingt das Bremsen üben, weil sonst bin ich ein bisschen aufgeschmissen heute und ich werde mir auf jeden Fall ein Eis kaufen. Ja, was gibt es Besseres als Eis bei dem schönen Wetter? Jetzt muss ich irgendwie versuchen, diesmal Rolltreppe zu fahren. Es gibt eine Rolltreppe, aber ich habe keine Ahnung, ob ich das mit Rollschuhen hinbekomme. Keine Ahnung. Ich war die ganze Zeit so richtig bescheuert. Oh, scheiße, nicht schon wieder. Ich habe jedes Mal das Problem. Verdammt, Mann, diese verdammten Bremsen sind so überflüssig. So, Leute, mittlerweile lasse ich mich gerade ziehen, weil hier ist es einfach viel zu gefährlich zu fahren. Die Steine sind einfach alle so uneben oder da kommen irgendwelche fiesen Goodies gerade. Also lasse ich mich gerade gechillt hier ziehen, habe mich an den Rucksack von meiner Freundin gehängt. Aber sie meinte gerade, es ist nicht so schwer. Also keine Sorge, ich falle hier keinem zur Last in meinen Rollschuhen. Oh mein Gott. Geschafft. Und jetzt kaufe ich mir ein Eis. So, die Frage ist jetzt, wie komme ich mit meinem Eis hier runter? Doch, ich habe einen Treppenhänder gesehen. Also entweder kann ich die Treppe jetzt hier runter oder ich fahre da runter. Wow. Scheiße! Ey, das geht ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht durch den Park. Hier sind ja nur Steine. Nur solche kleinen Kieselsteine. Was ist das? Ich kann ja gar nicht hier fahren. Oh, toll. Wo soll ich jetzt üben? Wo soll ich jetzt hier wieder hoch? Ja, toll. Der Plan ist jetzt auf jeden Fall gescheitert.
Bevor mir mein Eis runterfällt, werde ich jetzt auf jeden Fall das aufessen und ich überlege mir dann, wo ich hingehen kann und wo ich üben könnte, weil hier gibt es nirgends irgendwie vernünftige Wege oder so zum Fahren. Hä? Und ich rolle gerade und ich kann nicht bremsen, Leute. Ich kann einfach nicht bremsen. Keine Ahnung, wo ich gerade hinrolle. Ich weiß es nicht. Aber wir sehen uns später. Ich hoffe, an der Alster kann man ein bisschen üben, weil ich habe sonst keine Ahnung, wo ich hin soll. Ansonsten könnte ich vielleicht noch zum Hafen oder so. Aber ich kenne hier echt gar keine Strecken, wo ich langfahren kann. Hier auf diesem Weg, da geht das ja noch einigermaßen, auf dem kann man fahren. Aber es sieht nicht überall so aus. Moment, gleich seht ihr, was ich meine. Hier. Auf dem Weg kann man überhaupt nicht fahren. Was ist das? Nein, es geht runter. Nein. Ich kann man ganz gut fahren, wenn man immer so links, rechts fährt. So ähnlich wie bei Inline-Skates. Aber das Abbremsen, ne, ich hab's nicht raus. Ich habe keine Ahnung, wie ich bremse. Keine Ahnung. So, mittlerweile laufe ich schon über die Wiese. Und ich muss hier ein bisschen aufpassen, was hier rumliegt. Aber ich habe keine Lust, da hinten runter zu fahren. Mittlerweile kann ich einen Special Move, den hier. Ich bin gerade richtig stolz auf mich. Also mittlerweile muss ich sagen, macht es eigentlich ganz schön Spaß, wenn man es ein bisschen beherrscht. Aber... Was ist das? Warum versaut ihr meine Aufnahme? Dauernd werde ich angeklingelt, angepöbelt. Es kommen Kommentare zu meinen Rollschuhen. Ich stehe den Leuten nur im Weg heute. 24 Stunden nur Leuten im Weg stehen. Das ist nicht gut, gar nicht gut. Ich bin jetzt fertig mit dem Üben und jetzt begebe ich mich zu McDonald's, weil ich brauche ein Happy Meal. Ich hatte schon so lange kein Happy Meal mehr, deswegen hole ich mir jetzt eins. Okay, was heißt so lange? Ich glaube, das sind... Ach, scheiße. Was ist das hier? Ich kann immer noch nicht vernünftig fahren. Ja, jedenfalls habe ich, glaube ich, schon seit, keine Ahnung, 2, 3 Wochen kein Happy Meal mehr gehabt, glaube ich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Müsst ihr aufpassen. Aber man fällt auf. Leute, ich sag's euch. Wenn ihr einmal auffallen wollt, dann fahrt bitte die ganze Zeit mit Rollschuhen rum, weil die Leute gucken. Aber ich verstehe es auch irgendwie. Ich glaube, ich würde selber gucken, weil... Scheiße. Scheiße, was sind das für Steine? Hilfe! Ich glaube, ich würde selber gucken, weil man sieht eigentlich nie jemanden mit Rollschuhen rumfahren. Eher ja mit Inlinern. Ich habe übrigens auch einen Haufen Mädels gerade gesehen mit Inlinern. Aber nicht mit Rollschuhen. Okay. Müssen uns jetzt gerade beeilen, bevor Radfahrer kommen. Nope. Die Jungs sind immer so richtig tief, weil ich so richtig groß bin mit den Dingern. Aber mein Stammplatz ist frei. Ich glaube, der ist jetzt mittlerweile beliebter, als er vorher war. Das ist meine Schuld, glaube ich. Aber ich habe jetzt zumindest mein Happy Meal und zwar mit meiner Standardbestellung. Schreibt unbedingt jetzt mal in die Kommentare, was ich immer bei Mc's bestelle, beziehungsweise wie mein Happy Meal aussieht. Wie sieht meine Bestellung aus? Wer weiß es? Ganz genau, mit Soßen und so. Der kriegt von mir einen Keks in den Kommentaren, also schreibt's jetzt unten rein. Okay, was so richtig Killer ist, sind immer diese Steine hier. Oh, ich hasse sie, die nerven so. Das stolpert man immer so sehr. Ich habe mir jetzt das Getränk geholt, was ich unbedingt ausprobieren wollte. Wow. Wow. Oh, das geht den ganzen Tag schon so, als hätte ich irgendwelche Zuckungen. Ja, und zwar so ein, ich weiß gar nicht, ob man das so genau sehen kann in der Sonne, ein Purple Cloud Frappuccino. Irgendwie haben die den momentan in der Europapassage beim Starbucks und ich wollte den unbedingt ausprobieren, also trinken wir den mal. Mmh. Oh mein Gott, wisst ihr, wie er schmeckt? Das schmeckt 1:1 wie Eis. Wenn man versucht, die Zeit rumzubekommen, indem man hier im Spielzeugladen abhängt und sich die ganzen neuen Spielsachen anschaut. Aber wisst ihr, was das Coole ist? Nicht, dass ich hier die ganze Zeit wackelig rumfahre, nein, sondern dass ich einfach mal über alle Regale gucken kann. Ich fühle mich endlich mal im Leben groß. Ich habe beschlossen, ich ziehe jetzt hier ein. Die können mich jetzt hier behalten.
24 Stunden im Spielzeugladen würde ich so gerne mal machen. Ich finde das nämlich so cool hier. Hier gibt es Bälle, hier gibt es Floaties, hier gibt es alles. Oha, ich wusste gar nicht, dass es auch sowas gibt. Wie süß ist das denn? So ein kleiner Slime zum Mitnehmen. Oh, ich will haben. Oh mein Gott, das schreit total nach mir. Das passt sogar zu meinem Namen. Ich glaube, so ein Floaty brauche ich diesen Sommer. Mittlerweile haben wir es frühen Abend und ich dachte mir, ich fahre doch noch mal ein bisschen hier durch so einen Park. Ich habe den bei Google gefunden und ich dachte mir, ja, warum nicht? Hier soll die Straße ganz gut sein und wie man sehen kann, ist sie perfekt zum Rollschuhfahren. Ja, perfekt für mich. Also werde ich hier noch ein bisschen rumfahren, bevor ich nachher nach Hause gehe. Und ich werde dann nur noch meine Füße hochlegen, weil mein rechter Fuß tut so weh. Ehrlich, der ist, glaube ich, wirklich im Eimer. Und meine Hände tun noch ein bisschen weh vom Fallen. Aber ich werde langsam ein bisschen sicherer. Mich härtet das Ganze ab. Also das in der Stadt zum Beispiel hat mich total abgehärtet. Hier fahre ich einfach mal total smooth. Und hier bin ich um einiges sicherer. Also ich habe nicht mehr diese komischen Zuckungen, die total bescheuert aussahen. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier runterfahren und dann würde ich sagen, wir sehen uns später. Mittlerweile haben wir es 21.48 Uhr. Okay, 49. Und ich bin so froh, wenn ich endlich diese klobigen Rollschuhe ausziehen darf. Ehrlich jetzt? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Meine Füße tun so weh. Dazu dann noch diese ganze Hitze heute draußen. Mich würde es nicht wundern, wenn ich total den Abdruck habe, aber ich werde definitiv nicht damit schlafen gehen, weil ich finde das ein bisschen eklig. Und ja, ich möchte nicht so gerne mit diesen schmutzigen Rollschuhen ins Bett. Ich hoffe, ihr versteht das, aber ich hatte halt den ganzen Tag diese Rollschuhe an, bin damit die ganze Zeit rumgefahren. Und ja, jetzt chill ich hier halt nur noch. Ich lege meine Beine die ganze Zeit hoch. Ich hatte sie einfach viel zu lange an. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen. Also mir hat es mega Spaß gemacht, mit Rollschuhen mal zu fahren. Das allererste Mal in meinem Leben. Ich habe so ein paar andere Sachen auch noch nie gemacht, wie zum Beispiel Schlittschuh fahren. Habe ich noch nie im Leben gemacht. Oder Bowling spielen. Habe ich auch noch nie gemacht. Die Rollschuhe sahen richtig schön aus. Die waren auch voll der Hingucker. Voll viele haben mich auch gefragt, woher meine Rollschuhe sind. Und mussten da irgendwie raufgucken. Aber auf der anderen Seite war es auch ein bisschen unangenehm. Weil manchmal kamen so blöde Sprüche oder so komische Kommentare. Also man merkte, dass die Leute über die Rollschuhe geredet haben. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne meinen Kanal. Aktiviert die Glocke für weitere Videos. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch gerne Inliner oder Rollschuh fährt. Oder vielleicht auch Schlittschuh. Schreibt das mir. Und ich würde sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye! Boah, ich bin so froh, wenn ich die ausziehen kann. So froh.